Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder ein Thema, was wirklich richtig schön an die Lösung von Problemen hingeht. Wir haben das Thema Schuppenflechte und Rheuma ausgewählt und analysieren das aus einem ganz überraschenden anderen Sichtweise, aber mit überragendem Erfolg, und deshalb bleiben Sie bitte dran. Ich habe heute wieder den Dr. Johann Lechner hier, er ist Zahnarzt, er ist meines Erachtens Wissenschaftler, hat viele Publikationen gemacht. An allen Zahnarztkongressen, die ich je gesehen habe, war er immer anwesend als der Star. Selbst mein Zahnarzt kennt ihn, und alle Gäste, die ich als Zahnärzte schon hier haben bei ihm vieles gelernt, und er ist heute wirklich da. Ganz herzlich willkommen, lieber Hans Lechner. Schön, dass du da bist. Danke vielmals. Ich freue mich. Ebenfalls. Also, dein großes Kind ist ja eigentlich dieses sogenannte Rantes gefunden zu haben innerhalb der Kieferproblematiken. Und dieses Rantes steht wissenschaftlich gut dokumentiert da, dass es in Zusammenhang steht mit ganz, ganz vielen chronischen Krankheiten. Ich zeige vielleicht ganz kurz dieses Eingangsbild. Wir schauen das kurz an. Rein auf Google findet man das, dass es auch zu Brustkrebs, zu Depressionen steht, zu Schilddrüsen, zum Hodgkins-Problematiken, Parkinson, Parodontitis. Parodontitis ist ja auch wieder euer Thema eigentlich in der Zahnarzt. Ja, richtig. Dort wird auch über Rantes publiziert, geforscht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Okay. Heute gehen wir aber ins Thema Rheuma rein. Und wenn ich Rheuma anschaue, Arthritis, dann gibt es da über 7000. Das ist eigentlich eins der größten Publikationen und Veröffentlichungswerte im Bereich Rantes und Rheuma. Mhm. Allerdings habe ich noch nie einen Rheuma-Patienten gehört, der mir etwas von Rantes erwähnt hat. Mhm. Kannst du mir noch mal sagen, was ist Rantes? Was ist das? Naja, also Rantes ist ein Entzündungsbotenstoff, der allgemein in der Medizin bekannt ist. Meine Idee war nur die, zu sagen, okay, Fett am Bauch sollte man nicht haben. Ist auch entzündungsförderlich, oder? Warum? Ganz genau, weil es Entzündungen fördert. Mhm. Und dann zu Diabetes führt, zu Krebs führt, zu Herzinfarkt führt, bei Frauen zur Unfruchtbarkeit und so weiter. Mhm. Das ist alles, was die Medizin weiß, was man auch in populärwissenschaftlichen Publikationen in der Tageszeitung und so weiter nachlesen kann. Mhm. Und dann bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, dass ich dieses Fett, diese pathologische, krankhafte Erscheinung im Kieferbereich, die ich seit 40 Jahren finde, oder ich und befreundete Zahnärzte finden, dass ich dieses Fett ins Labor schicke. Ich rufe bei meinem Freund im Labor an und sage, du hör mal, könnten wir nicht diese Fett, das ich da aus dem Kiefer raushole, auch auf Entzündungsbotenstoffe untersuchen lassen. Mhm. Genauso wie er dieses Fett auch untersucht. Mhm. Und dann sagt er ganz klar. Und dann schicke ich 5 Proben ein und dann erwarte ich so Entzündungsbotenstoffe, die bekannt sind, aus der Parodontitis zum Beispiel, TNF-Alpha, Interleukin 6. Und was kommt raus? Nur ganz hoch, immer Rantes. Und ich wusste bis dahin nicht, was Rantes ist. Ja. Meine Frau hat mich dann etliche Wochenenden lang nicht mehr gesehen, weil ich im Internet geforscht habe, was Rantes macht, und bin dann eben auf solche Folien gestoßen oder auf solche Zusammenhänge, wie du gerade vorher in der Folie gezeigt hast, in Google Scholar. Ja. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, dieses Rantes-Signal ist jetzt eigentlich die Verbindung von dem lokalen Geschehen zu irgendwelchen systemischen Erkrankungen, zum Beispiel zu Rheuma. Mhm. Ich bin dir übrigens dankbar, dass du mich mit Johann Lechner vorgestellt hast. Mittlerweile ist mein Ruf so schlecht, dass ich auch mittlerweile als Mr. Rantes begrüßt werde. Ja, ja, ja. Und, eigentlich ein Segen und Fluch. Aber ja. Ich sehe es mehr als Segen, weil präventiv können wir unglaublich viel ja durch das erreichen. Und auch als Segen, wenn die leidgeplagten Rheumatiker endlich eine Chance haben, eine Ursache aufzulösen, die als Trigger arbeitet, dann ist es wirklich, das ist keine Schande, Mr. Rantes zu heißen, letztendlich, sondern eine große Ehre. Ja, ja. Man hat es verstanden. Ja. Ich habe hier noch schnell ein Bild vorgeholt, damit die Leute auch diese Fettzellen mal sehen. Mhm. Das war ja eine Patientin, eine Brustkrebspatientin. Und da hast du eigentlich bei allen 4 Weisheitszähnen, wo der Zahn ja weg ist, darunter dieses große Fettpölsterchen gefunden.
So, das ist ja nichts Außergewöhnliches, dass sich hier dieses Fettpölsterchen bildet? Oder? Naja, das ist eben die Pathologie, also das Krankhafte. Das heißt, es sollte eigentlich, wenn nichts der Weisheitszahn geben. Raus ist, ja. entsteht ja ein Loch, nicht? Ja. Und dieses Loch sollte sich eigentlich wieder mit gesundem Knochen füllen. Ah, das wäre normal. Und genau, und das ist genau das Problem. Das heißt, das hätte Knochen werden sollen, ist aber Fett geblieben. Richtig, und das ist praktisch, dieses Fettgewebe ist praktisch Zeichen einer nicht oder schlecht gehaltenen Operationswunde im Kieferbereich. Also man darf jetzt nicht Pfusch sagen? Oder? Nein, es ist kein Pfusch. Aber das Hauptproblem liegt erstens darin, dass ganz häufig diese vier Weisheitszähne in Vollnarkose in einer Sitzung entfernt werden. Das heißt, Junge, du ziehst es einmal durch, dann kriegst du hinterher 3 oder 4 Wochen lang, wenn es nicht so gut läuft, kriegst du Antibiotika und dann hast du das fürs Rest des Lebens überstanden. Und das ist genau das Problem, weil der Körper schafft es nicht, diese vier großen Wundareale ordentlich auszuheilen. Es wächst zwar zu im Mund, im Kiefer, aber es heilt nicht aus. Und das ist das Problem. Ein zweites Problem dürfte sein, dass wir vielleicht durch unsere ganzen Umweltbelastungen, schlechte Ernährung, einfach ein reduziertes Immunsystem haben. Und das mag der zweite Grund sein. Also man müsste eigentlich nach dem Ziehen der Weisheitszähne 1-2 Jahre später eine Ultraschalluntersuchung machen und schauen, sind jetzt diese wirklich Richtig. Gut zu Geld. Also nochmals, wenn ich diese Bilder anschaue, hier, das ist ein Röntgenbild und ich sehe gar nichts. Nein. Es ist alles gut und du hast es letztendlich bei dieser Krebspatientin geöffnet und dieses Dreck da, dieses Fett rausgenommen. So muss man sich das vorstellen, ja, ganz genau. Ins Labor geschickt und gesehen, da hat es ganz viel Rantes drin. Ganz genau. Und das in einem übermäßig hohen Bereich drin, dass es eigentlich den Trigger des Brustkrebs nicht begünstigt. Aus Gesprächen mit den Kollegen weiß ich, dass jeder Kollege, jeder Zahnarzt sowas schon mal gesehen hat. Aber er sieht halt, da ist was Komisches drin. Und er denkt dann nicht weiter, weil der Bezug zu dieser Rantes-Expression ihm nicht bekannt ist. Er wird auch da nicht ausgebildet. Ja? Keine Universität lehrt das. Ja, auch der Rheumatiker nicht, wo ja heute das Thema ist. Wir haben hier eine Rheumatikerin. Hier ist wieder ein Röntgenbild, oder? Ja, richtig, ein zweidimensionales Röntgenbild eines rechten oberen Weisheitszahngebietes. Ja, also da sieht man eigentlich so... Das ist ein dreidimensionales Bild. Und hier sieht man eigentlich durch das speziell entwickelte Gerät, dass hier das Rote, das sind alles Entzündungsherde. He? Richtig. Hier ist die Feuerwehr ausgerückt. Richtig. Und die gibt Signale ab. Und das ist im Labor dann analysiert worden und das ist wieder hochgradig rantesdichtig. Genau, ich glaube, wir haben auf der Folie davor oder dahinter. Naja, und bei der Patientin war es jetzt so, nach dieser Operation, ja, hier, erste Operation im Kiefer. Nach ein paar Wochen waren meine jahrelange Schuppenflechte verschwunden. Das heißt, Schuppenflechte hat auch einen Zusammenhang mit diesen Rantes. Das ist, wenn man guckt, wieder in Google Scholar, ja, mit Haut, ja, Skin Problems oder wie es auf Englisch heißt, kriegt man sofort diese Geschichte. Da haben wir gar nichts drin über Haut. Ja, okay, nicht? Gut. Okay. Und hier jetzt noch mal eins weiter. Und das waren Ihre Finger vorher. Ihre rheumatischen Fingerknötchen und so sind sie hinterher. Und dann schreibt sie, sie sind auch, also da bin jetzt ich gemeint und mein Team natürlich, unser Team, wir waren der erste Mensch nach 10 Jahren, der mich nicht als psychisch krank abgestempelt hat. Ja. Das kann man machen bei einem Rheumatiker, psychisch krank abstempeln. Man hat ja offensichtlich Rheuma, diese dicken Finger sind ja da, oder? Naja, diese junge Patientin, die war früher mal im Olympiakader. Und hat dann Rheuma entwickelt. Dann ist sie natürlich nicht mehr olympiafähig, das ist ja keine Frage. Nicht? Und jeder hat dann gesagt, ja gut, du musst ein psychisches Problem haben. Ja? Weil du bist ja an sich sportlich und du bist ja an sich gesund. Nein, gesund war sie nicht, weil sie ständig mit diesem Rantes-Entzündungssignal im Kiefer rumgelaufen ist. Nicht? Wie viele Jahre hat sie dann leiden müssen, bis man das endlich entdeckt hat? Ach, ich glaube, das waren ungefähr 10 Jahre, nicht? Nach 10 Jahren. Ja. Okay, und wie hat sie dich gefunden, dass sie jetzt darauf aufmerksam wurde? Oder war das ein allgemein Arzt, der gesagt hat, geh mal zum Lechner? Naja, durch solche Auftritte und durch solche Sendungen, dankbar, nicht? Wie sie du auch magst, ja. Da bekommen die Leute zusätzliche Informationen.
über das normale medizinische Krankheitsbild hinaus. Mhm. Natürlich kriegt sie hier Methotrexat oder Cortison angeboten oder nimmt das auch. Ja. Mhm. Aber das ist ja nicht die Lösung. Nicht? Es ist auch schwierig zu verstehen, wenn jetzt jemand wirklich Rheuma hat an den Fingern, dass man dann die Ursache nicht bei den Fingern sucht. Medizinisch ist das eindeutig. Nicht? Die Gelenksinnenhäute, also die Synovia oder Schleimbeutel oder wie man es nennt, ja, zum Verständnis, die Gelenksynovia bildet Rantes, wenn sie entzündet ist. Das heißt, die Schulmedizin weiß, Rantes spielt bei jeder Gelenksentzündung eine Riesenrolle. Aber die Frage ist die, welches Rantes-Signal oder gibt es ein Rantes-Signal, das diese Entzündung induziert? Und das ist das, was du mir in einer anderen Sendung gesagt hast, da ist die Schulmedizin dran, sogenannte Anti-Rantes zu entwickeln. Richtig. Das heißt, ich könnte mir wirklich dieses Anti-Rantes in die Hände sprayen. Richtig. Dann wird das neutralisiert und der Schmerz ist weg. Richtig, ja? Wobei man sagen muss, das Rantes, ja, wird unter Umständen weiter zirkulieren, wenn man einen Rantes-Hemmer nimmt. Der Rantes-Hemmer blockiert den Rezeptor. Ah ja, stimmt, genau. Ja, die richtig. Nicht? Für jedes Signal musst du einen Empfänger haben. Jawohl. Nicht? Wenn deine Sendungen hier übers Internet ausgestrahlt werden, ist es ein wunderbares Signal. Aber wenn du keinen Empfänger hast, dann nutzt dieses ganze Signal nichts. Genau. Ja, das hat mir schon mal jemand so sauber erklärt. Wenn du Kopfschmerzen hast und eine Kopfschmerztablette nimmst, hast du auch immer noch Kopfschmerzen. Nur der Rezeptor ist eigentlich blockiert, dass er diesen Nerv eigentlich nicht entgegennimmt. Richtig. Und das muss man als Laie immer wieder mal vor die Augen halten, wie das eigentlich funktioniert. Richtig. Was da für geniale Entdeckungen sind eigentlich aus der Pharmazie. Richtig. Aber es ist nie ursachenbezogen. Der Kopfschmerz ist ja immer noch eine Ursache. Richtig. Und das Rheuma auch. Richtig. Und jetzt zurück zum Kopfschmerz, ganz kurzer Einwurf. Ja. Wir wissen, dass Rantes zu Mikroentzündungen im Gehirn führt. Und diese Mikroentzündung macht den Kopfschmerz. Wir wissen, dass das Gehirn, die Gehirnmasse, besteht zu 80% aus Astrozyten. So heißen die. Witzigerweise weiß die Wissenschaft, Astrozyten sind die Zellen, die auf ein Rantes-Signal am empfindlichsten mit einer Entzündung reagieren. Genauso ist es in den Gelenksinnenhäuten. Die Gelenksinnenhäute reagieren auch auf ein Rantes-Signal, wieder mit einer vermehrten Rantes-Ausschüttung. Das heißt, wenn du ein geschwollenes Knie hast und man macht eine Punktion, dann ist in diesem Punktat ganz hoch Rantes drin. Ich habe einen Patienten mit so einem Knie, aber nur einseitig. Wunderbarer Hinweis, dass es ein Herz sein muss. Weil wenn es ein systemisches Problem wäre, hätte er beide Knie so geschwollen. Ja, warum denn nur eins? Ja, wie bei mir. Linkes nicht? Knie, rechter Zahn, ganz toter genau. Zahn. Ganz genau. Der Patient wird 2 bis 3 Mal in der Woche punktiert am Knie, weil sie ihm eben dieses Exudat rausholen, damit er einigermaßen laufen kann. Dieser Patient kommt nur mit Turnhose in die Praxis, weil eine normale Hose kann er gar nicht anziehen, weil das Knie immer 2 bis 3 Mal in der Woche anschwillt. Er kommt mit einem angeschwollenen Knie in meine Praxis. Wir operieren. Kurz am Ende der Operation, während ich zunähe, springt er auf und sagt, das gibt's ja gar nicht. Während der Operation ist dieses Exudat zurückgegangen. Solche Dinge erlebt man, wenn man Glück hat. Wir sind keine Wunderheiler, aber solche Phänomene zeigen die Richtigkeit unserer Hypothese, die Richtigkeit unseres Ansatzes. Jetzt Schuppenflechte und Rheuma, haben wir gesagt. Jetzt gehen wir wirklich in das Thema Rheuma rein. Ein Rheumatiker, der jetzt wahrscheinlich auch schon 10 Jahre darunter leidet, der müsste jetzt eigentlich auf die Suche gehen, ob er irgendwelche Entzündungsherde hat hier im Bereich des Kiefers. Richtig. Also muss er zum Zahnarzt gehen und sagen, bitte mach eine Untersuchung. Der arbeitet mit dem Röntgengerät und sieht nichts, wie wir es vorne gesehen haben. Er sieht es nicht. Das ist sehr häufig diese Zwickmühle, ja, in der auch überweisende Kollegen sitzen. Ja. Der Internist, der den Rheuma-Patienten behandelt, ja, schickt den Patienten zum Zahnarzt. Der Zahnarzt macht ein Röntgenbild und sieht nichts, sagt, da ist nichts.
Nicht? Der Internist hat die Vermutung, dass es von den Zähnen kommen könnte, vom Kiefer. Der Zahnarzt sagt nein. So, jetzt sitzt der Patient in der Mitte. Ja, diesen Fall kenne ich zu x-mal. Und dann hat unser Arzt dazu was immer gesagt, jetzt gehen Sie nochmals zum Zahnarzt und sagen Sie, er soll aufschneiden. Ja. Und dann hat er aufgeschnitten und dann kam dieses Fett raus. Richtig. Der Zahnarzt hat wieder nur das Problem, er muss eigentlich nachweisen, also er muss sich eine medizinische Indikation schaffen, dass er die gesetzliche Erlaubnis hat, hier rumzuschneiden. Mhm. Wenn nämlich ein Zahnarzt an einem Körper rumoperiert, rumschneidet, ohne Indikation, dann ist das auch eigentlich nicht Körperverletzung. Mhm. Ja, das ist ein schmaler Grat. Mhm. Und das ängstigt und hemmt viele Kollegen. Ja. Und jetzt gibt es ein wunderbares Mittel, jenseits des Röntgens, sich diese Indikation zu schaffen. Und das ist unser Ultraschallgerät. Aber das ist nicht irgendeins. Also ich kann jetzt nicht den Ultraschall nehmen, wo man zum Beispiel da in der Gynäkologie anschaut für Babys. Das ist nicht das Gleiche, oder? Das wäre sehr einfach gewesen. Aha. Da hätte ich nicht 7 Jahre lang entwickeln müssen und sehr viel Geld in die Entwicklung hineinstecken müssen. Das Problem ist, hier schicke ich den Ultraschall rein und es kennt jeder das Prinzip vom Echolot an seinem Segelboot hier am Bodensee. Wenn das Echolot runtergeht und auf den festen Boden trifft, was passiert? Reflektiert. Es wird reflektiert. Mhm. Und so wird ein normaler Ultraschall außen am festen, dichten Kieferknochen reflektiert und wir sehen niemals in den Knochen hinein. Unsere fettigen Degenerationen, wie du vorhin die Bilder gezeigt hast hier, die laufen aber im Knochen ab. Und hier mit unserem speziellen Cavita-Ultraschallgerät sehen wir jetzt die innere Knochenqualität. Und da, wo es rot ist, da brennt's. Da haben wir diese stumme, chronische Entzündung, die dieses Entzündungssignal ständig abgibt. Und jetzt ist die Frage, wann wird der Körper unter dem ständigen Signal verrückt? Nicht? Das ist eine Frage der Zeit. Ja. Ganz genau. Es muss nie sein, aber es kann sofort sein. Es kann so sein, ganz genau. Ja. Also wenn es ja heute so einfach ist, diese Untersuchung zu machen und mit diesen Bildern, also jeder Zahn und jeder untere, die Taschen unten und oben, wird ja schneller mal eine Stunde Zeit brauchen für den Zahnarzt, oder? Naja, man guckt natürlich jetzt nur, wo sind die verdächtigen Zonen. Ah, das also ist zum Beispiel die Weisheitszahnbereich, tote Zähne. Nicht? Wenn ich sehe, das ist ein gesunder Zahn, muss ich da nicht rangehen. Ja. Ja? So eine Untersuchung dauert ungefähr 15, 20 Minuten. Mhm. Ja? Wird von einer Hilfskraft bei uns, eingelernte Assistenzkraft natürlich, wird es durchgeführt, das mache nicht ich selber. Ich kriege dann nur unten diesen Ausdruck und weiß, aha, da oben ist was. Ja, diese Einzelbilder, die dienen nur der Sorgfaltspflicht, dass man da wirklich sieht, was ist los. Und mit diesem Bild hat der Zahnarzt auch die Legitimation letztendlich zu sagen, ich habe hier einen ganz klaren Verdacht oder eigentlich ein erhärteter Verdacht oder ein Beweis, dass da was ist. Richtig. Und wenn ich hier aufschneide, hole ich was raus, nämlich dieses Randes. Richtig. Was? Dieses Ultraschallgerät natürlich. Ich habe jetzt 2 wissenschaftliche Publikationen publiziert, auch mit der erstrangig PubMed, wo wir die Verlässlichkeit dieser Bilder belegen. Muss man ja belegen, nicht? Nur wer rot ist, sagt er noch gar nichts. Ne? Und es ist belegt soweit. Wir haben natürlich weltweite Patente, das Gerät ist zugelassen, EU-weit, ist auch klar. Soweit gehört ja die Schweiz zur EU, glaube ich, nicht? Medizinrechtlich. Nein, aber ich glaube, wir lehnen uns sehr stark an in solchen medizinischen Sachen. Da gibt es keine Probleme, das ist alles gleich. Und das ist alles abgesichert. Ja. Also wir bewegen uns hier in einem gesicherten Bereich. Ja. Aber es ist ganz spannend, dass jetzt der Zahnarzt plötzlich in eine andere Dimension aufsteigt, sage ich mal so, dass er nicht nur verantwortlich ist für die Zähne, sondern allenfalls auch in der Therapieansätzen, in einer ganzheitlichen Therapie bei chronischen Patienten, die krank sind. Richtig. Das ist eigentlich das Schöne, was ich sage, nicht? Ich nenne mich Zahnarzt, ja. Aber wo ist der Arzt, wenn ich mal nur Füllungen mache, wenn ich nur Kronen mache? Wo ist der Arzt? Da bin ich eigentlich der verlängerte Arm eines guten Zahntechnikers. Ja, Mechaniker, ja. Nicht? Der brave Mann macht schöne Kronen. Ich setze ihn nur ein und ich hab dann den Ruf, ich mache schöne Kronen. Nein, das macht der brave Zahntechniker. Ja. Also das ist dann alles mehr Handwerk. Das ist gut so, macht Spaß, ist okay. Aber mit solchen Aspekten führen wir das bloße Handwerk heraus
aus dieser Handwerkerecke, aus dieser Bastelecke hinein in einen großen medizinischen Zusammenhang. Mhm. Und das würde eigentlich die Position der Zahnärzte in dem ganzen Medizingebäude unglaublich stärken. Mhm. Klar, ja. Ihr müsstet eigentlich immer einbezogen werden bei chronischen Patienten, oder? Ja, ja. Das wäre immer die Frage, kommt es von dem Kieferbereich, kommt es von den Zähnen? Ich arbeite noch mit einer Klinik zusammen, die sagt auch, unsere Patienten müssen eine saubere Zahnuntersuchung haben, ja. Weil die kommen krank daher und das ist einfach, es ist bekannt, vielen Ärzten ist es bekannt, richtig, dass die Zähne eine richtig wesentliche Rolle spielen. Richtig. Aber hier geht es ja nicht nur um die Zähne, hier geht es eigentlich um diese Taschen, um diese Löcher, ja, von Weisheitszähnen oder ein toter Zahn, der gezogen wurde, einfach um diesen Heilungseffekt, richtig, von diesem Loch. Und das kann zu Knochen werden, was eine gute, gesunde Heilung ist. Ja. Aber es kann eben auch zu diesen Fettpölsterchen gehen, wo ich noch, ja, was zurückgehe, zu diesen da, die einfach zeigen, es wurde kein Knochen und das ist ein Herd. Genau, das sind sogenannte Defektheilungen. Nicht? Mhm. Es wächst zwar zu, wie eine Narbe. Nicht? Eine Narbe ist ja auch eine Defektheilung. Ja. Ja. Und manche Patienten wissen, die Narbe tut nichts, aber wenn der Föhn kommt, wenn der Wetterwechsel kommt, tut sie weh. Dann tut mir meine Narbe weh, da wo ich einen Skiunfall hatte oder irgend sowas. Mhm. Ja. Und das ist genau das. Mhm. Nicht? Es ist zwar irgendwo, wird es im Stillen gehalten, der Körper kommt damit zurecht, aber bei irgendeiner Reizsituation, nicht bei irgendeiner schwerwiegenden Einschränkung meiner Allgemeingesundheit, bums, da geht das hoch. Jetzt, ich kann mir nur wünschen, dass ganz viele Therapeuten und Ärzte jetzt gerade auch zuschauen und diese Sendung sehr ernst nehmen und eigentlich eine Kooperation mit einem Zahnarzt starten. Aber es vorausgesetzt ist, dass der Zahnarzt ja auch hier drin ausgebildet ist. Wie ist der weitere Weg? Müssen wir jetzt alle unsere Zahnärzte ansprechen und sagen, hey, bitte, sensibilisier dich auf dieses Randes. Schau an, ob da solche Taschen drin, mhm, sind und lass dich bei dir ausbilden, oder? Mhm. Naja, wir machen mindestens zweimal im Jahr sogenannte Operationsseminare, mhm, haben wir jetzt gerade gemacht, wo ich 3 oder 4 Patienten operiere, damit die Kollegen mal sehen, ja, wie sieht denn sowas überhaupt aus? Ja. Das ist der erste Weg. Mhm. Wenn ich weiß, wie es aussieht, kann ich mir überlegen, wie finde ich es denn? Mhm. Und wenn ich es finde, kann ich mir überlegen, welche Auswirkungen hat das auf die Gesamtgesundheit. Mhm. Dazu habe ich 4 Bücher geschrieben, 4 Bände mit über 1000 Literaturzitaten, mit über 800 solchen Bildern und es sind insgesamt 1200 Seiten. Also gute Ausbildungsgrundlagen eigentlich für die Ganz Ärzte. Genau. Diese Bücher kann man bestellen, mhm, auf meiner Website, kann man bestellen bei Amazon oder auf der Website von Cavitao, www.cavitao.de. Mhm. Ja. Und das dient alles dieser, ja, ich empfinde es ein bisschen als Auftrag, ich empfinde es auch als sehr schöne Sache, mhm, etwas zeigen zu können, mhm, was wenige wissen. Mhm. Weil leider unsere Universitäten sich um dieses Thema nicht, mhm, kümmern. Mhm. Das ist bedauerlich. Das ist so, ja. Ich sage immer wieder, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Ne? Und hier bist du wirklich Pionier, hast was gefunden, was aber nach wie vor nicht in der Schule noch gelernt wird. Ich habe auch meine Weisheitszähne gezogen. Ich habe auch 1, 2, 3 tote Zähne, die jetzt ein Implantat drin haben. Aber das könnte auch bedeuten, dass bei mir theoretisch auch diese Knochenbildung nicht sauber gemacht wurde. So, das könnte sein, dass ich auch so eine Tasche habe. Richtig, richtig. Und das weiß ich erst, wenn der Zahnarzt hier konkret mit dem Ultraschall draufschaut und mir Gewissheit gibt. Und die Heimtücke eben ist das lokale Problem, ist für dich nicht spürbar. Mhm. Nicht? Also du weißt es nicht, mhm, weil du nicht zum Zahnarzt gehst und sagst, du guck mal, mhm, dann macht der auch nichts, hat der gar keinen Anlass. Mhm. Wenn du aber dann das Sekundärphänomen der Knieentzündung oder der Augenentzündung zum Beispiel, ja, wenn du darunter leidest, dann setzt niemand das in Verbindung mit dem Kieferbereich, mhm, oder das Knie. Oder die Schuppenflechte oder das Rheuma. Ganz genau. Und das, mhm, ist die therapeutische Lücke und auch die diagnostische Lücke, die ich eigentlich gerne schließen möchte oder wo ich halt helfen möchte, diese Lücke zu schließen. Ja. Ich glaube, es ist eine segenreiche Sendung, speziell jetzt mit dem Thema Rheuma oder auch Schuppenflechte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vermutlich haben wir mit solchen Problemen schon jahrelang herumgedoktert und gesucht und
arbeiten vielleicht mit chemischen, pharmazeutischen Mitteln, um es einigermaßen erträglich zu halten. Aber vielleicht sollten wir hier jetzt noch was ansetzen und sagen, wir gehen noch was der Ursache auf den Grund. Gehen Sie bitte zu Ihrem Zahnarzt, fordern Sie von ihm eine solche Ultraschalluntersuchung ein. Er soll das untersuchen überall, wo ein potenzieller Herd sein könnte. Und wenn da tatsächlich was ist und Sie es rausnehmen und letztendlich durch das endlich Wohlbefinden kriegen, dann ist ein weiteres Wunder geschehen, was auf deine Entdeckung zurückzuführen ist. Und der Kollege darf auch gerne auf Google Scholar gehen oder normal im Internet und darf eingeben Rantes und Lechner, vielleicht noch Lechner Johann. Und dann sind alle meine wissenschaftlichen Publikationen dort zu finden. Genau, ja. Und eben nochmals, ich suche jetzt gerade die eine Folie, die mich immer wieder fasziniert. Es sind eigentlich alle diese Ärzte gefragt, die im Zusammenhang mit diesen schwerwiegenden Erkrankungen arbeiten, müssten sich hier auch hinterfragen, in welchem Zusammenhang ich wann meinen Patienten zum Zahnarzt schicke und diese Behandlung einfordere. Richtig. Und das Tragische ist eben, dass man sieht, alle Fachgebiete in der Medizin, Neurologie, nicht Allergologie, Onkologie, alle irgendwo wissen, dass das mit Rantes irgendwo zusammenhängt. Nur ganz oben, die Zahnmedizin kümmert sich um dieses Phänomen Rantes eigentlich am wenigsten. Und genau, ihr müsst ja eigentlich präventiv arbeiten. Und diese Lücke möchte ich decken. Ja. Nochmals, für euch ist präventiv immer noch die größte Masse, weil hier haben wir alles Patienten, alles Leidtragende. Aber hier oben, wo wir eigentlich verhindern könnten, ich sage extra könnten, dass daraus irgendwie was passiert, eine schwerwiegende Krankheit entstehen. Ich weiß nicht, ob es diese Kausalität da gibt, sofort. Aber wenn wir vorbeugend agieren, ist es immer noch besser als nachträglich. Richtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man Krankheit auch sieht als Summationsphänomen. Nicht? Ja, es ist nicht nur das eine. Ja. Ja? Es ist nicht nur die schlechte Ernährung. Ja, und es ist nicht nur die böse Ehefrau oder die Schwiegermutter natürlich, die böse Schwiegermutter. Das ist zu einseitig, ja. Sondern es ist immer ein Summationsphänomen, nicht? Und eben ein sehr verborgenes, chronisches und anerkannte Kausalität ist eben diese Kieferentzündung, stumm, am Röntgenbild wenig sichtbar, deshalb sitze ich hier, sonst wird es ja jeder Zahnarzt schon wissen und sich drum kümmern. Ja, das ist eine wichtige Therapiebremse, wie man es nennt. Ja. Ich werde meinem Zahnarzt das ganz massiv unter die Nase halten und ihm zeigen. Gibt es auch ein Verzeichnis von Zahnärzten, die es heute schon anwenden? Also wir haben ein Verzeichnis auf unserer Website, www.kavitao.de. Dort findet man das. Auf der anderen Seite kann ich empfehlen, es gibt mehrere ganzheitliche Zahnarztgesellschaften, zum Beispiel die DGUZ, Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin. Es gibt in Deutschland die Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin und es gibt auch einen Ableger in der Schweiz oder durchaus eine eigene Gesellschaft, die Schweizerische Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin, SGZM. Und da gibt es auch Kollegen, die Bescheid wissen, die selber schon praktizieren, die unsere Verbindungskanäle kennen. Ich habe letztes Jahr auch in Zürich schon ein ganztägiges Seminar gehalten. Also es gibt da schon Kanäle und Netzwerke. Super. Lieber Hans, ganz herzlichen Dank für diese wertvolle Sendung und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte teilen Sie solche Sendungen doch einfach weiter in Ihrem Umfeld an Menschen, die damit ein Leid haben und Leidtragende sind, dass es hier wirklich Hoffnung gibt, eine Ursache zu finden, um mit der Behebung auch letztendlich die Krankheit möglicherweise dann auch von alleine sich wieder auflöst. Und das wäre der Segen von QS24, der Wunsch, den ich als QS24 habe, dass wir damit ganz vielen Menschen helfen dürfen. So, das war's für heute. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.